So, hallo, heute geht es wieder mal um Bikeplätze hier in Schweinfurt. Die Renate wurde also operiert, da in dem Josef-Krankenhaus, da im Ärztehaus, in dem ambulanten Zentrum da. Jetzt fahre ich rum, ne, und suche einen Bikeplatz. Da bist du doch hier, Schwester, da. So was hast du ja überhaupt noch nicht erlebt. Du findest keinen Bikeplatz. Na, Schweinfurt, das gehört doch zugeschissen, gehört doch das. Mann, ich bin normalerweise nicht so grandig, ne. Aber das ist ja die Spitze hier, du. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da stehen die Autos kreuz und quer, ne? Da, wenn du guckst, ne? Aber was wollen sie noch machen? Was wollen sie noch machen? Menschenskinder, du. Da steht der Türbe, steht auf zwei Bikeplätzen, ne? Weil wenn sie ein großes Auto auf der kleine Bikeplatz, wo sie einen Speifer bauen, passt ja ein größeres Auto gar nicht drauf, da bringt das eine Tür nicht auf, dann muss er auf zwei Bikeplätze stehen. Jetzt, ich habe schon ein kleines Auto, ne? Jetzt komme ich aus der Bike, aus dem Auto gar nicht raus, ne? Oh, ey, der Speifer, ne? Das ist, wie kann man denn ein Gesundheitszentrum bauen in Schweinfurt und nicht an Bikeplatz denken? Das kotzt mich langsam an, du. Das ist draußen am Leopoldina, genauso wie da oben am Josef-Krankenhaus. Ne? Ey, da kannst du nur noch kotzen, ne? Da stehen die paar Autos jetzt am Gehsteig überall rum, nicht klar, weil die Leute, die müssen jetzt ambulante OP-Zentrum rein. Und du kannst ja nicht parken. Wie willst du denn deine Leute, die nicht laufen können oder nicht gehen können, da reinbringen? Ne? Darf ich da nicht mal stehen bleiben? Weil das ja nur für die Leute ist, die da angeliefert werden, ne? Muss ich wieder schauen, dass ich wieder rauskomme da. Da drehe ich halt die fünfte Runde jetzt. Um den Block. Bin schon total durchgeschwitzt, du. Warte mal, da ist jetzt einer rausgefahren, du. Wie kann man denn Ärztehäuser blauen? Also ohne Parkplätze, du. Also Nee. Jetzt ist der Parkplatz noch so eng. Das muss ich aufpassen, dass ich keinen abknipp. Mann. Nee, alter Leute, Schwein vor der Stadt, ne? Ey, wer das blauend, ne? Ich weiß nicht, wer das blauend, ne? Aber ihr seid ja sowas von kurzsichtig, ne? Sowas von. Man kann ja nicht überall mit dem Bus fahren, wenn die Leute nicht gehen können. Man muss ja die auch mal vor die Tür fahren können. Mann. Ich sag euch, ne, das Schweinfurt, ne, das eines Tages, am liebsten wäre ich auswandern, du. Aber da täten sie ja bloß noch freuen, halt, wenn sie mich ja nicht loswerden. Mann, du. Aber jetzt bin ich wieder fertig, du. Jetzt muss ich ihn überlaufen. Jetzt ist die Renate da drüben auf der anderen Seite. Jetzt muss ich rüberlaufen, muss gucken, wann sie fertig ist. Dann muss. Warum muss ich noch ein Auto da? Dann muss ich gucken. Dann muss ich rübersprint, wenn die runterfährt, wenn Aufzug oder was, weil die kann ja nicht laufen. Ne? Und dann muss ich rübersprint, dann muss ich eine Runde um den ganzen Karree drehen. Jetzt darf ich da bloß rechts abbiegen, ne? Weil links und darf sie gar nicht fahren. Jetzt, wenn ich rechts abbiege, da komme ich ja ganz gerade außen rum. Sag mal, haben die was überlegt oder was? Da fahre ich ja über die Landwehrstraße wieder hinten rein. Mann, du, ich bin sauer, du. Sowas Blödes, sowas Hirnverbranntes. Und jetzt schalte ich ab, du. Ich hab Schnauze aus, voll aus, Flasche voll. Flasche leer.